Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei der Multiverse bei der nächsten Runde Protoss mit den Multiverse. Und zwar gegen einen anderen Protoss. Ach, Mirror Match, das sind immer so. Nicht so meins. Ich spiele lieber gegen Terraner oder Zerg. Weil es ist immer so ein Coinflip-mäßig. Aber egal, wir gucken, was wir machen können. Und dann passt das, denke ich auch. Wir spielen auf jeden Fall mit zwei Gates. Schon gut Lack gefangen, schon mal geschrieben. Warum schreibt das eigentlich heutzutage keiner mehr? Verstehe ich nicht. Egal. Genau, wir öffnen mit zwei Gates. Na? Und ja, versuchen ein bisschen mit Adepten zu killen. Nee, obwohl. Ah, Adepten, doch, wir fangen mit zwei Adepten an. Wir werden versuchen, ein bisschen seine Echoline ein bisschen rumzufuschen. Okay, jetzt mal das zweite Gate. Gehen Gas. Nehmen nebenbei noch ein Gas. Wir gucken mal, ob er geäxt hat. Also früh wird er noch nicht exen. Zum Glück schon das zweite Gas genommen. Das hätten wir jetzt verloren vielleicht. Wie er. Oh, das macht man auf jeden Fall nicht. Das war ganz schön. Oh. Na gut. Wir haben zwar unsere Sonde doch verloren, aber dafür haben wir das Gas geklaut. Das ist schon mal gut. Aber irgendwas hat er da vorne gebaut. Ja, wir gucken dann eh nochmal rum. Wichtig ist halt, dass man nochmal in seine Base rumschaut. Weil gegen Protoss kann man schnell mal einen Cannon Rush abkriegen. Double Action und Go. Er braucht auf jeden Fall einen. Ach, wie ist denn? Noch eine Pylone? So, wir nehmen dann eine Echse, nachdem wir den Adepten losgeschickt haben, die zwei Stück. Die Erstgeborenen werden auf. Ach komm, mach auf vier Stück draus. Du baust mir jetzt meine Echse gleich. Wir nehmen auf jeden Fall vorne die Echse. Und bauen eine Pylone. Das brauchen wir erstmal nicht. Die Schlacht wartet. Ajur, Ehre den Daila. Basis wird angegriffen. So soll es geschehen. Sehr schön. Er hat links gebaut. Niemand kann uns aufhalten. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Für den Ruhm. Ja, das sieht schon gut aus für uns. Die Templer rücken vor. Für Selendis. Vorwärts. Unser Denken gleicht sich. Niemand kann uns aufhalten. Für den Ruhm. Das auf jeden Fall hat sich schon sehr gut gelohnt. Die Junge zurück. So, er baut auf jeden Fall Stalker. Nehmen wir noch Rohrbogen. Gebt uns einen Auftrag. Die Templer rücken. Er hat auf jeden Fall das falsche Tor zugemacht, so wie das ausschaut. Forschung abgeschlossen. So, so, wir gucken nochmal rein. Hor Salah. Das ist viel. Das ist, sieht nach, auf jeden Fall nach einem All-In aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, tut es ja. Das sieht nicht gut aus. Eindeutig zu wenig Gas. Zu viel Gas, so rum. Auf jeden Fall noch mehr Truppen. Die Feuer und Sterbliche. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Das kommt auf die 4. Auf jeden Fall unten. Auf jeden Fall jetzt auf Server. Oh ja. Ich bin hier. Ich brauche nicht reinkommen. Auf jeden Fall noch einen Sterblichen. Okay, Blinkstalker. Ich bin hier in den Schatten. Auf jeden Fall eine Echse. Gas, ganz schnell. Vielleicht das 1er-Upgrade durch. Das war dumm. Das war falsch. So, wir nehmen auch immer noch ein paar Gates dazu. So, wie sieht's denn überhaupt aus? Hat er überhaupt eine Echse? Ne, hat er nicht. Hat er überhaupt was? Da hat er wohl nix. Da hat er wohl nix. Mensch, das geht dahin. Das könnte man eigentlich auch vernichten. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Das bringt ihm überhaupt nix. Er hat mehr verloren als wir. Also eigentlich hat alles verloren. Nicht genügend Energie. Da kommen wir noch reinsetzen. Also hat er dann nicht mal was. Ich bin hier in den Schatten. GG. Tja. Blink all in. So, da gucken wir noch mal kurz ins Replay rein, würde ich sagen. Gut, ist mir aber jetzt auch nicht so gut. Wie gesagt, wir hatten die Echse. Da waren wir weit vorne. Wir haben ein paar am Anfang ein bisschen was rausgenommen. Und ja, da gucken wir mal schnell mal ins Replay rein. Dann können wir mal gucken, was wir noch verbessern können. Oder was er halt falsch gemacht hat. Ich gucke mal erstmal, was wir verbessern können. Ich glaube, der erste Fehler war für ihn, jetzt zuzumachen. Oh, hat er das nicht gesehen, dass hier der Eingang ist? Naja, gut, anscheinend nicht. Bei uns war eigentlich ganz okay alles. Dann habe ich das Gas genommen. Ja, eigentlich genau richtig genommen. Fast. Ja, er baut halt hier zu, was scheint ein großer. Das ist auf jeden Fall ein großer Fehler gewesen. Ich weiß nicht, warum er dazu gemacht hat. Ich würde sagen, allein schon, dass die Adepten dann da reingekommen sind, das hat ihn auf jeden Fall das Spiel gekostet. Und der Gasklau. Und dass er seine Worker komplett abgezogen hat. Wir können mal kurz gucken, was das eigentlich ausmacht. Wenn er die Worker komplett abzieht. Moment, ich führe mal kurz vor. Weil das interessant ist. So, haben wir schon gebaut. So, ist noch zu weit vor. So, da. Inkommen wollen wir gucken. Einkommen, so. Achtet mal auf Rot. Gehen wir ein bisschen Tempo runter. Machen wir Play. Seht ihr das? 200 Mineralien weniger. So mehr. Die Hälfte. Die Hälfte von Inkommen. Nur damit er meine Sonne gekriegt hat. So, nochmal gucken. Da. Also, ohne Scheiß. Nicht machen. Nicht mit allen abziehen lassen. Maximal einen hinterher. Weil die 50 Mineralien, die ihr mir damit klaut, bringt gar nichts. Du verlierst, man hat so viel Verluste. Mal gucken, ich habe doppelt so viel.
Ich habe vielleicht einen Worker verloren, aber dafür habe ich den Worker schon nachproduziert ungefähr. Passt. Also. Und ich habe Gas-Income. Das hat er halt nicht wirklich. Er hat auch irgendwie abgezogen. Er hat komplett alles abgezogen. Wie gesagt, wichtig ist, das nicht machen. Lass sie ruhig da rumdödeln, die Drohne. Schickt maximal eine hinterher und dann ist alles gut. Aber nicht alle Worker, um einen Probe zu killen, abziehen. Bringt gar nichts. Absolut nichts. Das ist ein absoluter Nachteil. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir auch gemacht? Ja, zwei Berserker bauen. Ich weiß nicht, warum wir zwei Berserker bauen. Wir spielen gegen Protoss. Na gut, er hat wahrscheinlich kein Gas gehabt. Er hat er nicht, weil er auch rausgezogen hat. Gas hat er fast gar kein Gas. Also lieber die Adepten nachschieben oder gleich Stalker. Am Anfang, aber nicht zwei Bersen. Ja. Also man sieht ja, zwei Adepten drinne, immer als beide auf eine Sonde, damit er gleich immer eins nacheinander gekillt hat. So, genau. Das ist auch wieder wichtig. Da hätte er sogar meinen einen Adepten killen können. Aber ich krieg noch eine Sonde. Hat sich auf jeden Fall für mich sehr gelohnt, weil er ist so im Nachteil mittlerweile. Mit den Zweien hätte ich auf jeden Fall nicht reingehen dürfen. Ne, war ganz gut. So, was haben wir? Ein bisschen Oberminz. Ich hätte auf jeden Fall früher mehr Gates bauen müssen. Also meine Bates kamen ziemlich spät. Sein Konter kam auch ziemlich spät. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und Muttibär, bis dahin. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.